Hallo, ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Das ist das hier und ich bin angekommen im 4. Kapitel Führungskräfte und Antisozialität. Das 4. Kapitel ist geschrieben worden von Gerhard Dammann und ich bin angekommen im Abschnitt 4.8. High Risk Sensation Seeking, eine gemeinsame Basis von Leadership und Antisozialität? Fragezeichen. Neben dem Themengebiet einer für die Führung genuin notwendigen Distanziertheit, was die emotionale Involviertheit angeht, könnte im Risikoverhalten eine weitere Basis für Verbindungslinien zwischen antisozialen Persönlichkeit und Führungsveranlagung liegen. Und jetzt kommt ein Zitat. Führungskräfte arbeiten von Hochrisikopositionen aus. In der Tat haben sie oft ihrem Temperament nach eine Veranlagung, Risiko und Gefahr zu suchen, besonders dort, wo die Chance auf günstige Gelegenheit und Belohnung erfolgsversprechend erscheint. Zitat Ende, das ist von Zalesnik aus dem Jahr 1977. Der Begriff Sensation Seeking teilt sich in vier weitere Punkte auf. Suche nach Thrill und Abenteuer, körperlich riskante Aktivitäten. Abwechslung durch ständige Veränderung und einen unkonventionellen Lebensstil, in Klammern Reisen, Musik, Drogen. Enthemmung, das heißt Abwechslung durch soziale Stimulation, in Klammern Promiskuität etc. Abneigung gegenüber Langeweile und Neigung zur Unruhe, wenn die Umwelt keine Abwechslung mehr bietet. So. Das waren die vier Punkte. Bei einer größeren Strichprobe, in Klammern 188 Personen, konnten Kurschwitz, Simmons und andere im Jahr 2012 zeigen, dass bestimmte Gehirnregionen unter Risikoentscheidungen bei Sensation-Seekern im Vergleich mit weniger risikobereiten Personen andere Aktivierungsmuster aufzeigen. Dies weist auch auf mögliche Verbindungslinien zwischen der Tendenz zur Spielsucht hin, wie man sie bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung und teilweise auch bei Führungspersönlichkeiten findet, und könnte eine Basis für riskante finanzielle Transaktionen darstellen. Verbindungen zur antisozialen Persönlichkeitsstörung sieht auch Zuckermann, einer der Väter der Sensation-Seeking-Theorie. Die Zusammenhänge zwischen Testosteron, Spiegel und antisozialem Verhalten bei Menschen sind inkonsistent. Da ist auch eine Quelle zu angegeben. Und vermutlich nur in einem multifaktoriellen Modell verstehbar, in dem soziale Zurückweisung, in Klammern Social Rejection, Selbstwert, Bindungsstil, sozioökonomische Situation und genetische Faktoren interagieren. Zwar steigern bei adolescentären Jungen sowohl Testosteron als auch antisoziale Verhaltensweisen positiv korrelierend an, was jedoch keine Kausalität bedeuten muss. Rowe, Morgan und andere konnten zeigen, dass bei 9- bis 15-jährigen Jungen, allerdings stark vom interpersonellen Kontext abhängig, in Klammern Peers, der Testosteronspiegel mit sozialer Dominanz assoziiert ist. So, das war's mit 4.8, High Risk Sensation Seeking, eine gemeinsame Basis von Leadership und Antisozialität. Es geht weiter mit 4.9, die Studien von Babiak und Haare, und 4.10, Prävention und therapeutische Maßnahmen. Bis später.